Moin Moin und willkommen zurück hier zu Hogwarts. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Können wir uns bald treffen? Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Schauen Sie bitte bei Gelegenheit im Raum der Wünsche vorbei. Deke erwähnte, dass Sie vielleicht lernen möchten, wie man Tierwesen züchtet. Ich soll Ihnen den Explosionszauber Bombarda zeigen. Wenn Sie meine Aufgaben abgeschlossen haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Okay, so, erstmal hallo. Und jetzt haben wir natürlich wieder ein paar Aufgaben dazu bekommen. Wir befinden uns im Gemeinschaftsraum, haben ja die Aufgabe 2 abgeschlossen. Wir gucken jetzt mal, was noch für uns anliegt hier, Aufträge. Okay, es gibt einige Sachen, die wir machen können. Der Fohlen des Todes. Achso, mit Deke, okay. Diese Aufgabe müssen wir mal lösen hier. Flussgras. Das heißt, wir grasen heute mal ein paar von den Nebenaufgaben ab. Und schauen mal. Also, wir müssen auf jeden Fall diese, würde ich ganz gerne mal machen. Das heißt, wir werden mal nach Hogwarts reisen. Hogsmeade. Und mal schauen, ob wir da irgendwie das Flussgras kaufen können oder irgendwo anders pflanzen können. So. Wo war denn? Da hinten war der, ne? Da müssen wir hin zur magischen Rübe. Lass mal machen. So. Wichtig ist ja, dass wir diese Aufgaben endlich mal lösen können. Was soll ich nur ohne sie tun? So, da ist auf jeden Fall die magische Rübe. Gucken wir, ob er was hat Hallo, für uns. Ich bin gleich für Sie da. Das ist nur Dünger. Biegt umständlich für den Fuß. Wir sollen es ja selber züchten. Das ist das Problem. Die Malvenblätter kaufe ich trotzdem mal. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Das Flussgras nehme ich auch jetzt einfach mal mit. Gut. Aber gezüchtet haben wir es ja nicht. Meine Regale wären leer. So, wir sollen es pflanzen und ernten. Das Problem ist dabei einfach, dass uns der Topf ja fehlte dafür. Anscheinend. Hier, es ist ja Winter, das ist eigentlich ganz cool, dass die Jahreszeit sich so ändern, dass es jetzt auch so hier aussieht. Aber ich habe ja gesehen, man kann das kaufen bei magischen oder im Wasserwickerich oder Knollenblätterpilz besuchen. Okay, wir gehen mal kurz. Wir gucken uns mal das Dorf hier durch. Ja, da, für den haben wir auch noch eine Aufgabe, die waren wir letztes Mal angenommen noch. Lass uns mal hier reingucken, ob wir hier irgendwas finden. Huch, was war hier? Jetzt kann ich irgendwas abnehmen. Achso, das schneidet immer. Okay. Gut. Lass mal schauen. Ah, die leuchten sogar. Das sind die. Hier brauchen wir nicht hin. Wir hier rein. Weil wir haben jetzt ja Stufe 2. Das heißt, wir können in jedes Schloss hier reingehen. In jedes Haus hier fast reingehen. Was natürlich cool ist für uns. Wir haben wirklich alles öffnen können. Also nicht alles. Uns fehlt 3 noch. Aber vielleicht finden wir Demigeiges hier. Und was können dann noch. Was haben wir denn hier? Und wenn wir die alle aufmachen können, weiß nicht, ob wir Demigeist hier auch finden, aber das testen wir heute mal einfach. Wow, ich sehe gar nichts da. Illustrer Umhang, okay. Da scheint die Sonne ganz schön rein. Und da ist ein Demigeist, seht ihr den? Das heißt, wir sind auf der richtigen Spur. Und sammeln die ein. Also, wir können jetzt einige einsammeln, wie man sieht. Und das ist ja das Gute. Slytherin studiert. Triff mich in der Krypta. Ich habe etwas gefunden. Also ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, der Sebastian, der führt nichts Gutes in Schilde. Der wird immer düsterer. Aber naja, mal schauen. So, wir machen jetzt jede Haustür hier auf und gehen in jedes Haus rein. Da ist 3, okay, da können wir nicht rein. Hier ist leer fast. Okay, waren wir schon drin. Da kommen wir nicht rein. Hier oben vielleicht? Gibt es hier noch irgendwas? Da geht's da hoch. Da hinten sind ja auch noch ein paar Hütten, ne? Ne, ist ein Schloss. Was ist das? Oh, hallo. Und wie wollen Sie heute gerne aussehen? Ah, okay. Kann man sein Äußeres ändern. Das will ich aber nicht. Oh, warte mal. Aber wenn ich schon hier drin... Rebellion. Da gibt's nämlich mal eine Truhe. Die können wir mal aufmachen. Da fliegt auch eine Seite rum, sehe ich gerade da hinten. Die holen wir uns auch noch. Da ist auch noch Kohle da hinten. Mein Gott. Alles einsammeln. Ist doch geil, dass die nichts sagen, dass man hier die ganze alles abgreift, aber die ist denen egal. Okay.
Los. So, oh, wir haben sogar 15 gesammelt. Was natürlich cool ist. Das ist ein little bit nervig, weil die Schlösser öffnen irgendwie, aber... Da kommt oben was ist? Ah, jetzt ist eine Truhe hier. Ganz oben auch noch irgendwie. Also ich meine, wir bestehlen ja die ganzen Leute hier. Muss man einfach mal so im Kopf behalten. Ein netter Zauberer sind wir nicht eigentlich, ne? So, wir gehen mal hier erstmal weiter. So, was ist hier denn drin? Wollen wir nicht rein? Da auch nicht. Hier waren wir schon drin. Hier haben wir auch schon Demigeist geholt. Bevor Sie fragen, ich habe keine neuen Socken mehr. Wenn Ihre Füße riechen, müssen Sie sich etwas anderes überlegen. Oh, nicht schlecht. So, warte mal, wir machen den Dorfplatz bei uns sicher hier. Was ist das hier? Nein, die scheiß Katze doch nicht. Ich wollte das Symbol drücken. Weg mit der Katze. Verpiss dich, Katze. So. So. Schreibe links Katzen, okay. Rebellion. Eine kleine Truhe. Da ist noch eine große Truhe. Wie kommt man da denn hin? Weiß man nicht, ne? Na gut. So, da waren wir gerade drin. Dann gibt es hier noch die Laden. Wollen wir hier was drin finden noch? Aha. Rebellion. Oh, hier ist nichts. Jetzt sind wir da direkt raus. Dann gehen wir hier rüber. Hier war noch eine Tür, ne? Kann ich da auch reingehen? Mach mal auf. Hallo, Homora. Los. Super. Gehen wir hier rein. Rebellion. Eigentlich besuche ich nur diese Demi-Guys, wenn ich schon hier bin. Und da hinten, ne, ist ein Schloss leider. Ah, ein geschmeidiger Schulumhang. Witzigerweise, hier kann ich wahrscheinlich einfach so rausgehen, ne? Aber hätte ich wahrscheinlich auch aufmachen müssen. Aber warte mal, da war noch eine Tür, ne? Da hinten geht's irgendwann runter. Gehen wir mal runter. Ach Quatsch, dann bin ich wieder in Zonkos Laden. Na gut, ja okay, macht ja Sinn. Also im Honigtopf, nicht im Zonkos Laden, im Honigtopf nicht hin. Ja, okay. Verschlossen. Verschlossen? Steht nur verschlossen drauf. Da kann man schon auch nochmal rein irgendwann. Na gut, wir gehen nochmal raus. Gucken, was es noch hier gibt. Da oben ist auch noch ein Haus. Gehen wir noch zu dem Haus. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Schloss auf 3, okay. Was mit dem Haus hier? Rebellion. Also, das macht eine Truhe frei. Mehr auch nicht. Huh, hier waren wir schon mal drin anscheinend. Jetzt haben wir eine Truhe, die offen war. Gut. Was ist da hinten?
Und jetzt wieder, ah, sind wir die Seier. Ja, Mist, ey. Ich will eigentlich... Na gut, gehen wir weiter. Weiter, weiter, weiter. So, jetzt haben wir auf jeden Fall den Marktplatz abgegrast. Von da sind wir gekommen. Was, wir grasen die nächsten Hütten ab, die hier vielleicht auftauchen. Hier. Da geht's nicht rein. Man muss wahrscheinlich erst die Tür vorne aufbekommen, damit man da reinkommt. Okay. Revelio. Okay, also da reinkommen, sind da raus. Gar nicht so einfach, hier sich alle anzugucken. Schloss auf 3. Schloss auf 1. Hallo, Homura. Okay. Du gehörst mir, Demigeist. Ah, Demigeist. Wo ist denn Demigeist? Er sagt sogar, du hörst mir, Demigeist. Ich sehe keinen. Mist. Oben einer? Da steht einer. Perfekt. Ah, okay, haben wir noch einen gefunden. Also hier können wir, glaube ich, einfach abgerasen. Das ist ja ganz geil, dass wir alle finden. Dabei suche ich die gar nicht im Moment. Im Moment will ich eigentlich nur die ganzen Häuser mit durchforsten, die ich aufmachen kann, um zu sehen, wie viel Kohle ich so machen kann. Oh, da geht's auch rein. Revelio. Also dieses Revelio benutzt man eigentlich nicht zu selten, oder? So, da hinten ist ein Spiegel, habe ich gesehen. Ich hole mal was auch noch. Ah, jetzt hänge ich hier fest. Ey, da hängt hier fest. Was hier so? Da war irgendein Spiegel hier im Hinten. Da, okay, pass auf. Lumos. Okay, da sehe ich ein Tor und... Hier wahrscheinlich irgendwo. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Warte. Ach, hier. Lumos. Hier irgendwo muss das sein. Das ist die Frage, was ich gerade eben gesehen habe. Das sieht alles gleich aus hier. Das sieht ja wirklich alles gleich aus hier. Warte mal, nur mal angucken nochmal. Im Spiegel da. Ach, du bist auch noch da. Okay, warte, ich hole mir gleich. Mal kurz im Spiegel angucken hier. Warte, die holen wir jetzt schnell. Die Truhe holen wir jetzt auch schnell noch. Lalalalalalala. Aha. So. Lumos. Klein Häschen hier. Hä, was habe ich denn da gerade? Ich muss es doch hier irgendwie gesehen. Ich habe es doch gerade eben gesehen hier. Geh nochmal zum Spiegel zurück. Revelio. Muss ich mir noch mal kurz angucken und einprägen, wie das aussieht. Warte, ich jetzt eine Truhe. Lumos. Also ich sehe da... Ist auf jeden Fall ein Weg und da ist eine Mauer, die vom Weg weggeht. Und da ist auch noch eine Mauer. Okay. Auf geht's nach Hogsmeade.
Keine Sache, sich bewegen. Contrinko! Oh, wie cool. Lumos. Okay. Rebellion. Schokofrösche. Gibt's doch gar nicht überall diese komischen Truhen. Die sammeln wir auch ein. Bald haben wir 10.000 hier. So. Lumos, Reparo. Nein. Lumos. Aber wieso sehe ich denn diese Stelle nicht? Das ist doch. Die sieht doch eigentlich ganz easy aus. Da! Bin ich schon dran vorbeigelaufen, ich Depp. Rebellion. Okay. Bin ich wieder weg. Lumos. Ja, komm mit. Und hier rüber. Und rein. So. Okay, gehen wir weiter mit den Häusern hier. Nummer 3. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Das ist aber auch ein Riesendorf hier, ey, ganz ehrlich. Rebellion. Mich nicht rein. Okay, aber die leuchtet auf die Tür, aber ich komme da nicht rein. Warum? Kommen wir von hinten rein vielleicht? Sieht so aus, ob man da rein darf. Rebellion. Da ist irgendwo was drin. Aber ich komme da nicht rein. Hier war das Schloss 3. Okay. Na gut, gut zu wissen, aber irgendwann kommt man da bestimmt rein. Aber damit vielleicht ein Feuer? Contrinko! Incendio! Nein, da kommen wir nicht einfach so rein. Na gut. Egal, über den nächsten. Wer bist du denn? Achso. Was war das hier? Achso, das war der Typ. Wie schön, Sie wiederzusehen. Ja, ja, ich freue mich auch. Okay, den brauchen wir auch nicht rein. Rebellion. Guck mal hier mal. Alohomora. Okay. So. So. Mega Power Trank. Oh, hier ist auch was. Und ein nicht identifiziertes Teil, das ist gut. Da kann man nicht rein. Rebellion. Da kann man vielleicht rein. Was haben wir denn? Alohomora. Super. Rebellion. Mal schauen, was es hier unten gibt. Gibt's nur Geld? Was gibt's denn oben noch? Hihi. Die sehen urig aus, die Häuser, finde ich. Oh, hier ein Demigeist. Gut, dann ist schon wieder Tag. Müssen wir mal über die Nacht gehen. Zeit geht wirklich ganz schön schnell hier, kann das sein? Man überlegt es, ob man Tag du und Nacht ist. Du gehörst mir, Demigeist.
So. So, nachdem wir diese armen Leute hier ordentlich beraubt haben, in ihrem urigen Haus, können wir wieder rausgehen. Revelio. Da ist noch ein Spiegel da hinten. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ah, schon wieder so eine... Da gibt's ganz schön viele von diesen Truhen. Jetzt finden wir die auch alle irgendwie. Aber was soll's. Reparo. Lumos. Okay, das sieht aus wie so ein Steg und da ist auf jeden Fall eine Holzkiste. Ja, also die Frage ist, müssen wahrscheinlich hier in der Nähe sein, oder? Sieht aus wie da, von der anderen Seite bloß. Okay. Ich vermute, mein Neffe ist ans Quest. Lumos. Na, komm mit. Ich dachte, der neue Schulleiter würde die Flanke wieder nach Hogwarts fernhalten. Aber er hat wohl keine Rückgrat, um sich gegen das Imperium zu stellen. Nein! Okay, so haut er ab. Das ist nicht schlecht. Keine Ahnung, was ich tun würde, wenn mein Kind ans Quest wäre. Ob hier längs gehen vielleicht? Funktioniert. Ah, komm, ich kann durchlaufen, okay. Lumos. Super. Alles mitnehmen, was wir sammeln, ne? Accio. Nehmen wir auch noch mit. So, jetzt reden wir mal den Squib-Leuten da. Die meinen, die sind die besseren Menschen. Hoch. Nicht der Fall ist. Mit dem wollen wir nicht reden, aber wir wollen jetzt hier nochmal die Häuser angucken. Ah, hier waren wir schon drin im Eberkopf, da haben wir alles rausgeholt, schon was es gibt. Ich will nicht. Können wir nicht aufmachen? Hast du an Ferius schon mal in die Augen geblickt? Ach so, ist von der anderen Seite, okay. Revelio. So, ich glaube, jetzt haben wir ja schon alles abgegrast hier so ein bisschen, oder? Ja. Hier geht's runter in den in Lollys Keller, da waren wir ja schon. Achso, die Tür, die wir nicht aufkriegen. Revelio. Ist auch ein bisschen nervig. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Auf geht's nach Hogsmeade. So, dann lass mal gucken, ob wir hier noch was finden. Hier liegt dann wieder Münzen. Und da sind ja auch noch ein paar Hütten, die können wir auch mal einsammeln. Da ist noch eine kleine Hütte. Können wir nicht rein? Okay, viel mehr gibt es ja auch gar nicht. Ja gut, dann lass uns mal Blutegelsaft einsammeln. Dann lass uns doch einmal gucken, was wir jetzt noch machen können. Aber jetzt haben wir, glaube ich, hier Hogsmeade so ein bisschen abgegrast, glaube ich. Revelio. Da ist eine Truhe. Der Tür. Die können wir aufmachen. Okay, machen wir nochmal. Na, ich muss so schnell zwischendurch. Weiß auch noch nicht, wie viele Demigeist wir haben, um... Revelio. Oh, hallo. Alles zwischendurch? Sieht man immer Sachen und denkt sich, das muss doch...
noch irgendwas sein, ne? Irgendwas Wichtiges. Aber es sind keine Demigeister. Irgendwas anderes. Ein Schlösser, ne? Ja. Gut, also ich glaube, wir haben jetzt Hogsmeade soweit durch, ne? Genau, jetzt sind wir hier. Ist die Frage, wo wir noch hin können. Ich kenne jemanden, der aus Azkaban entlassen wurde. Ein geläuteter Mann. Revelio. Hier hoch. Oh mein. Na, guck mal, was wir jetzt erreicht hier. Gut, okay, dann müssen wir kurz, mal gucken, ob wir, wie wir die Quest da hinbekommen. Wir haben auf jeden Fall 9 von 9 Demis-Geist-Statuen hier gesammelt. Also mehr können wir hier gar nicht sammeln, scheint. Sammlung von Truhen, 1 von 5. Handbuchseiten, 2, okay. Ja, ich muss nochmal zum Schloss zurück und wir gehen nochmal hoch und gucken, warum, ob wir jetzt vielleicht diese Flussdinger da. Diese Flusssamen pflanzen können, weil irgendwie nervt mich das, dass ich das nicht kann. Ich würde ganz gerne diese Quest mal beenden. Um Flipendo zu lernen. Müsste ja auch möglich sein hier irgendwie. Weil. Ich wüsste nicht, was uns da jetzt noch hindern dran sollte. Ich muss ein bestimmtes Level erreichen. Oder vielleicht kann ich jetzt auch größere Töpfe benutzen. Weil anscheinend ja die Töpfe immer zu klein sind. Dick möchte mit Ihnen sprechen. Ah, mach mal hier so einen Flussgrasstamm. Oh, mach mal. So. Und wir müssen jetzt mal hier. Mal kurz mal weg. Jetzt gucken wir, wie viel Fluss haben. Also, Dipdam, Malvenkraut, Lüterich, Alraune, Flussgras. Also, falsche Topfgröße. Kann man den Topf dann irgendwie ändern hier? Ein kleiner Topf. Aber kann ich denn hier mit dem Herstellungsding, kann ich da was machen mit? Mondstein. Budgetpflanze. Ein wissenschaftlicher Pflanztisch, perfekt für 3 Pflanzen, jeweils einen Budget zu kaufen bei Wälzer und Schriftrollen. Da müssen wir vielleicht mal hin. Und hier? Ach, guck mal. Och, ich Depp. Ja, das machen wir sofort. Pflanze, dann müssen wir noch Hogsmeade zu diesem. Warum bin ich ja nicht vorher drauf gekommen? So, wo ist denn der Schriftrollen hier? Da. Dann eiern wir mal dahin nochmal. Okay, ein kleiner Umweg nur. Gar nicht so viel, nur ein kleiner Umweg. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Oh, warte. Hätte ich auch gleich mal den Weg dahin machen können. Also, machen wir jetzt. Los geht's. Verkauft mir das? Ich weiß nicht, ob ich aber genug Kohle haben sollte ich. Also das kriegen wir hin. Da war ich auch gerade immer schon drin, ich Depp. Na gut. Hallöchen. Lassen Sie mich wissen, falls Sie nach etwas bestimmt sind. So, also wir brauchen. Nee. Tierwesen, was ist das hier? Zauberanweisung, Schneidestation? Also wir haben genug Geld, aber. Pflanztisch mit mittelgroßen Topf. Pflanztisch mit 3 Kleintöpfen. Zaubertisch mit 5 Kleintöpfen. Mittelgroße Tränkestation.
Scheint mir gefallen, eine tiefe Getränkstation zu beschwören. Perfekt eigentlich, um alle deine Bauernstücke zu... Nichts so, damit, ist schöner, damit als ich alles machen kann, das Richtige, ne? Zu finden. Schalte Wege frei, eine Materialverwandlung zu schalten. Benutze ihn zur Herstellung vom Mondstein für Zauber. Okay. Hüpfner. Schalte die Fähigkeit frei, einen hüpfenden Topf zu beschwören. Dieser magische kleine Topf braucht regelmäßig einen zufälligen Trank. Zauberanweisung und Dungkomposter. Schalte die Fähigkeit frei, einen Dunkel. Erstelle mit Dünger, um den Ertrag an. Okay. Schalte die Fähigkeit frei, eine Schneider zu beschwören. Okay. Schalte die Fähigkeit frei, einen Tierwesenfütterer zu beschwören. Platziere einen, um sicherzustellen, dass deine Tiere gefüttert werden. Das ist mit. Nichts das ist schöner, mit. Als genau das Richtige zu finden. Genau, kannst aber gleich was kaufen von mir. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. So, den Rest behalten wir und jetzt wieder zurück zu Sie mich wissen, wenn ich Ihnen unserem komischen Raum. Und jetzt können wir das endlich beschwören und können auch diese blöde Pflanze da machen. Ey, wie ätzend. Hätte ich mir aber auch einfacher haben können, ne? Wenn ich ein bisschen nachgedacht hätte oder auch mal durchgelesen hätte. Ich habe es auch in irgendeiner Folge schon mal gelesen, habe mir gar nichts weiter gedacht. Fällt mir gerade ein. Egal, denn ebenso. So. Hier und identifizieren. Ich möchte Ihnen von einer Idee erzählen. Ja, kannst du gleich machen, Diek, aber jetzt habe ich keinen Bock auf dich. Jetzt muss ich nämlich das hier machen. Und zwar kann ich doch jetzt Warum kann ich das nicht machen? Habe ich das Falsche gekauft? Wahrscheinlich, ne? Nee. Doch. Ach ja, zum. Das habe ich zum Brennen von Tränken habe ich das gemacht. Ah, egal, das können wir auch mal bauen. Lass uns den mal da hinstellen. Achso, warte, müssen wir den wahrscheinlich erstmal weghaben, ne? Kann man den auch wieder wegmachen? Gucken wir mal. Denkt sich auch, was hat er sich da bloß geholt? Der Idiot. Ach ja. Gut. Mal. So, was Neues. Die Teefilmstation, passt die da hin? Wir müssen woanders hinpacken. So, vielleicht? Perfekt. So, jetzt können wir mehrere Getränke machen. Und trotzdem nervt mich gerade total, dass es so dämlich war. Na gut. Das kann ich jetzt bei den Tieren machen nachher. Okay, also, jetzt reisen wir nochmal zurück nach Hogsmeade. Und nochmal dahin zu den blöden Typen. Weil ich das natürlich nicht gekauft habe. Dumm. Ich habe auch gar nicht drauf gehabt. Ich habe nur gelesen, Tee für mich trinkt geil. Drei Sachen Hogsmeade machen. Aber es geht natürlich darum, drei Getränke zu machen. Das wollte ich eigentlich nicht. Naja, aber wir haben noch genug Geld. Also jetzt kaufen wir diese anderen Kram da los. Ich fragte mich schon, wann wir uns wiedersehen. So, nochmal. Pflanztisch da. Und das ist Pflanztisch mit dem mittelgroßen Topf.
Pflanze mit drei Mittel. Schalte die Wegwerfer in eine Pflanze mit drei Mittelgroßtöpfen. Mit den Töpfen kannst du viel. Mit drei kleinen Töpfen. Tisch mit fünf kleinen Töpfen. Mittelgroße Tränkestation. Ja, das ist das Dumme. Also brauche ich ja diesen mit zwei großen Töpfen. Ja. Nichts ist schöner aber als genau ich brauche das schon auch finden. Bestimmt einen mittelgroßen. Mit mittelgroßen Töpfen. Nehmen wir das auch mit. So. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen. Ja, ja, ich bin einfach nur genervt, weil ich so selber so dumm bin. Na gut. Kann man hier ändern? Und los geht's. Krass, krass, wie man nicht drauf achten kann, ne? So, jetzt aber, jetzt wird endlich Flussgras gemacht. Dann stellen wir unsere Station auf. Wird schön gepflanzt. So. Ich frage, wo wir das hinstellen. Wenn Sie kurz Zeit haben. Also den einen können wir auf jeden Fall hier hinpacken noch, glaube ich. Hoffe ich. Huch. So, mittelgroßen. Okay, dann müssen wir uns anderes überlegen. Was soll das? Stellen wir einfach hier in die Mitte. Pass auf, packen wir hier hin. So. Und den holen wir kurz weg da. Und dafür stellen wir hier noch den anderen gleich hin. Den großen. So. Und hier kommt dann der kleine hin. So, jetzt haben wir alle hier drin. Sieht nicht so schön aus, aber vielleicht finden wir noch andere Räume, wo wir nachher besser hinpacken können. So, jetzt werde ich hier das benutzt. Oder geht es dann von der anderen Seite? Ah, so. Also, nein. Plus Gras, endlich pflanzen. Dauert 15 Minuten. Gut. Machen wir aber gleich nochmal hier. Gut. So, das können wir beim nächsten Mal ernten. Aber jetzt können wir nochmal hier reingehen und diese Station reinpacken. So. Tierwesenfütterung. Auf jeden Fall. Was haben wir noch? Und eine kleine Spielzeugkiste kriegt ihr auch noch. Die stellen wir hier drüben hin. Zuchtgehege, das haben wir noch nicht. Aber so ein Zuchtgehege wird noch kommen. Behaupte ich mal. Oh, wie sich freuen. So ein Zuchtgehege wird noch kommen. Denn wir werden jetzt auch nochmal nach oben gehen. Und das oben auch reinpacken. Ja, ich komme sofort zu dir. Ich will einmal hier zu denen auch nochmal reingehen, zu den Testralen. Okay. Bitteschön. Und ihr kriegt auch eine kleine Spielzeugkiste, die stelle ich euch hier in die Mitte. Perfekt, bitteschön. Viel Spaß, ihr Aeopies. So, jetzt gehen wir nochmal kurz zu Deek und schnacken mit dem und dann hören wir auch, glaube ich, schon auf. Los, Deek, der kann uns ja vielleicht noch was sagen dazu. Deek möchte mit Ihnen sprechen. Ja, los. Wenn Sie kurz Zeit haben. Hallo, Deek. Du wolltest mich sprechen? In der Tat. Deek dachte, Sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten. Das würde mir gefallen. Das klingt nach einer guten Idee. Rettung und Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand. Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet.
Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Diek schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark gefährdet sind. Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen. Aber wie finde ich ein Paar in der Nähe? Diek hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen Sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn Sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen Sie mit Diek. Okay, ist jetzt die Frage. Ja, ich glaube, das andere habe ich schon. Die Fohlen. Ich glaube, ich habe ein Pärchen eingesammelt. Kann das sein? Ich glaube, ich habe ein Pärchen eingesammelt. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass es so war. Gucken wir mal kurz. Die Zauberanweisung werden wir auf jeden Fall erstmal kaufen. Und dann nochmal zurückgehen gleich. Oh, wir sind heute nur am Reisen, ne? Ich merke das schon. Ob ich noch genug Geld habe dafür. Ist die Frage, ne? Hallo, kommen Sie rein. Hier gibt es viel zu sehen. Zauberanweisung, kaufen wir. Nun kann ich im Raum ein Zuchtgehege beschwören. Jetzt aber mit den Testralen zurück zu Diek. Okay, also ich habe die Testrale schon oder habe ich die noch nicht? Das ist die Frage. Gucken wir mal ganz kurz, ob ich jetzt hier noch welche finde hier. Wie gesagt, hier draußen hat er irgendwelche gefunden. Lass mal gucken. Jetzt reisen wir schnell hin. Gucken, ob wir nochmal zwei finden. Nö, das ist anscheinend, haben wir die schon. Gut, dann lassen wir uns im Raum der Wünsche. Reden wir kurz mit Diek und dann können wir das beschwören und ja, dann haben wir schon noch eine Aufgabe gelöst, würde ich sagen. Gut. Du hast maßgeblich zu Dankentruf beigetragen. So. Okay, jetzt kommt noch Ja, wo bist du denn? Bin ich? Wo bist du denn? Ach so, muss ich hier hin? Nö. Ich bin auch im Raum der Wünsche, aber wo ist die? Irgendwie ist er da gerade drin. Ich geh mal hier kurz rein. Ich tauche da gleich wieder auf. Naja, ich glaube, ich mache hier so ein kleines, cooles Gehege. Guck mal, ob wir Weibchen und Männchen haben. Testral, Weibchen, Männchen, Entschuldigung. Und Testral, Weibchen, perfekt. Jetzt gehen wir noch zu Diek zurück. Die Frage, warum er nicht da ist. Dafür. Da ist er, okay. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Nein! Welches Gesamt. Schon gut. Vielleicht. Die Testrale sind sicher und die Gehegezauberanweisung ist gekauft. Ausgezeichnet. Um ihre Testrale zu züchten, setzen sie sie einfach ins selbe Tiergehege, in dem sie das Zuchtgehege beschwören. Benutzen sie dann das Zuchtgehege. Sprechen sie mit Diek, wenn sie fertig sind. Okay. Das klingt ja nicht so schwierig. Ah, wir kriegen eine Erweiterung hier irgendwie. Noch ein Raum, wo wir Testrale das machen können. Anscheinend. Diek staunt immer wieder über den Raum. Jetzt haben wir den perfekten Ort für diese Testrale. Bitte berichten Sie Diek von Ihrer Zucht.
Nee, da will ich auch nicht züchten. Ich habe jetzt schon mal einen Raum reingetan. Da hinten hin. Ich auch. So. Bloß, wie kriege ich die jetzt da rein? Kann ich die wieder einsammeln? Hey, warte mal. Das war dumm. Also hier muss ich einmal meine Dinger wieder reinhaben. Und so. Und hier können wir dann den mal kurz reinmachen. So. Ich pass auf dich auf. Hier drin haben, oder? Was war das denn? Mein Männchen, sollen wir beide mitnehmen? Nee, das geht nicht. Warte, welche habe ich jetzt da drin? Kann ich ihn mal noch angucken? Ich glaube, ich habe jetzt Männchen und Weibchen. Okay. Packen wir die hier rein? Wo sind die da? Okay. Ich habe zwei Weibchen, okay. Gott, Quatsch, ich brauche das Männchen noch. So, dann müssen wir zwei Weibchen hier reintun. Ich tue dir nichts. Also. Weibchen. Und Männchen. Warte mal. Ich tue dir nichts. Von der du ein Männchen und ein Weibchen aktiv im Gehege hast. Ach so, hä? Ach so, okay, warte. Der sitzt nur, weil er da draußen vorsitzt, vor dem Gehege. Ich guck mal, ob die anderen beiden es da reinbekommen. Oder wie soll das funktionieren? So, Weibchen, also machen wir das und das. Ah, guck mal, jetzt sind die da zugange. Das glaubt Professor Howe nie. Nutzt das so, hab ich doch gemacht. Aber es passiert nichts. So, ich könnte jetzt hier irgendwas machen, ne? Nistend, trächtig. Ach, guck mal, okay. Aber das habe ich doch jetzt gemacht, aber irgendwie... Was kann ich denn noch machen? Jetzt muss ich das Zurückgehen nur noch nutzen und die Zeit zur Paarung bewegen. Hab ich doch. Ah, warte, ich hab einen D-Blatter. Guck mal, du kommst nochmal zu mir. Ich pass auf dich auf. Und ich lass dich jetzt hier raus, oder was? Mach jetzt so. Geht einfach wieder raus. Naja, vielleicht. Okay. Hier muss man warten, bis die Paarung fertig ist. Ne?
Gut, ist auch eine halbe Stunde. Ja, mehr machen wir aber heute nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.